Während man unten auf dem Magdeburger Domplatz noch die Lichterwelten bestaunen kann, offenbart der Blick in den Himmel eher trübes Wetter. Das drückt auf Dauer aufs Gemüt, das geht den Menschen genauso wie der Wirtschaft. Wie zufrieden die mit sich und der Welt im vergangenen Jahr war, das erfragte die Landesarbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern Magdeburg und Halle-Dessau. Die Ergebnisse wurden am 30. Januar auf der Landespressekonferenz vorgestellt und waren gar nicht so schlecht. Im Großen und Ganzen geht es der Wirtschaft gut. Der Klimaindex ist ein bisschen abgerutscht, aber es ist in der Marktwirtschaft normal. Wir haben Abschwungphasen, wir haben Aufschwungphasen. Wir befinden uns in einer leichten Abschwungphase. Aber es ist keine Gefahr, dass wir von Rezession reden können, sondern wir liegen sehr gut im Trend. Und das trotz aller Krisen und Problemherde auf der Welt. Doch auch in Deutschland gibt es Aspekte, die die Stimmung trüben können, beispielsweise den Kohleausstieg. Das Revier in Schkopau konnte aber mittelfristig mit seinen Arbeitsplätzen gesichert werden. Und ganz generell, bange muss einem nicht werden, wenn man schaut, wie gut man im Land technologisch aufgestellt ist. Ich denke an die ganze Wasserstoffthematik, die also in unserer Region sehr stark forciert wird, auch über den Kammerbezirksraum hinaus mit den Leipziger Kollegen gemeinsam. Ich denke da an solche Partner wie VNG und Ontras. Ich denke an Linde mit der Wasserstofferzeugung in Leuna. Ich denke an die Untergrundgasspeicher, die wir haben und die sicherlich einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten können. Ich denke aber auch an kleinere Einrichtungen wie das WTZ in Roßlau, das sich also mit Antriebstechnik beschäftigt und das in der Vergangenheit sehr stark zum Beispiel mit Dieselmotoren gemacht hat und wo heute interessante Überlegungen laufen, Wasserstoff direkt in der Motorenverbrennung umzusetzen. Und wenn wir das alles zusammentun, dann können wir einen ernsthaften Beitrag leisten zur Gestaltung der Energiewende. Der eingeschlagene Weg ist also ein guter. Ein anderer beschäftigt derzeit aber nicht nur die Sachsen-Anhalter. Der Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Zum 1. Februar wurde der Brexit vollzogen. Ängste gibt es in der Wirtschaft deswegen jedoch nicht. Zum Brexit muss ich sagen, dann haben wir endlich klare Verhältnisse. Dieser Schwebezustand ist auch nicht gut für die Wirtschaft. Wir haben dann ein Drittland ab Samstag. Mit diesem Drittland müssen wir umgehen. Wir gehen auch mit anderen Drittländern ordentlich um. Und ich bin der Meinung, in 6-8 Wochen hat sich das alles normalisiert. Es wird Probleme geben, Bürokratie wird größer werden, aber das werden wir auf jeden Fall meistern. Und ich denke, dass wir vielleicht das Niveau halten werden mit diesen 2 Milliarden, die wir im Jahr mit England bis jetzt gemacht haben. Umsatzmäßig werden wir auch halten. Übermäßiger Pessimismus ist also fehl am Platze, auch wenn das Wirtschaftswachstum abgeschwächt ist. Denn auf dem Weg bergab kann man ja auch Schwung holen für den nächsten Aufstieg. Das sind Arbeitsplätze.